Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Conan Exiles Guide. In der heutigen Folge werde ich mich mit den zusätzlichen Skins und dem dazugehörigen Futter für eure tierischen Begleiter auseinandersetzen. Viel Spaß beim Ansehen! So, ich würde sagen, fangen wir einfach von vorne an. Seit der Einführung der tierischen Begleiter veröffentlichte Funcom mit unterschiedlichsten DLCs die Möglichkeit, das Aussehen spezieller Tiere zu verändern. Aktuell gibt es 5 unterschiedliche Varianten, für die ihr das jeweilige DLC benötigt. Es gibt auch eine 6. Variante, diese erhielten aber ausschließlich Vorbesteller von Isle of Scepter. Doch dazu später mehr. Doch welche DLCs werden wofür benötigt? Und wie stellt man das Zeug her, beziehungsweise wie wendet man es auf die Begleiter an? Aber kommen wir eins nach dem anderen, wie immer. Nun, das erste DLC, welches 5 veränderbare Tierskins enthielt, war The Savage Frontier, welches 2018 erschienen ist. Mit diesem Paket ist es euch möglich, das Aussehen von Wölfen, Bären, Schuhschnäbeln, Schieferrücken und Panthern mittels des totemischen Futters zu einem piktischen Stil zu verändern. Um einmal totemisches Futter in eurer alchemistischen Werkbank herzustellen, benötigt ihr Schleimsuppe, Blut und 2x Knochen. Die Herstellungszeit des totemischen Futters dauert exakt 10 Sekunden. So, das zweite DLC, mit dem man bestimmte Tierskins verändern konnte, war Treasures of Turan, welches im April 2019 erschienen war. Mit dem turanischen Futter ist es euch möglich, euren Elefanten oder euer Nashorn ein turanisches, orientalisches Aussehen zu verleihen und sie so zu Karawanentieren umzuwandeln. Um turanisches Futter herzustellen, benötigt ihr in eurer alchemistischen Werkbank einmal Schleimsuppe sowie einmal Gelb-Lotusblüte sowie 2x Aloeblätter sowie 10 Sekunden Herstellungszeit. Mit dem Seekers of the Dawn Paket, welches im Mai 2019 erschienen war, also einen Monat später, könnt ihr eurem Tiger, Säbelzahntiger, Krokodil, der Hyäne oder eurer Steinnase den typischen asiatischen Yamatai-Stil verpassen. Die Herstellungszeit in eurer alchemistischen Werkbank beträgt 10 Sekunden und ihr benötigt einmal Schleimsuppe, einmal Gelblotusblüte sowie 2 Aloeblätter. Als schließlich die Reittiere, damals übrigens nur Pferde, ihren Einzug in Conan Exiles hielten, wurde mit Riders of Fulboria im Dezember 2019 auch das verdorbene Futter hinzugefügt. Mit diesem Futter ist es euch möglich, euren Zossen in einen weißen Schimmel oder einen schwarzen Rappen zu verwandeln. Auch das verdorbene Futter muss in eurer alchemistischen Werkbank mittels Schleimsuppe, Gelb-Lotusblüte sowie 2 Aloeblättern in der bekannten 10 Sekunden Zeitspanne hergestellt werden. Im September des Corona-Jahres 2020 wurde mit Beginn der Early Access von Isle of Scepter das Kriegsnashorn exklusiv für alle Vorbesteller freigeschaltet. Dieses reitbare Kriegsnashorn fällt durch seine weiß-rote Färbung besonders auf. Um dieses Skin herzustellen, müsst ihr in eurer alchemistischen Werkbank erneut Schleimsuppe, Gelb-Lotusblüte sowie 2 Aloe-Blätter verwenden und kriegsgebeutelten Futter herstellen. Ebenfalls im September 2020 wurde mit Isle of Scepter das normale Nashorn zum Reittier umgewandelt. Diese Versionen allerdings für alle Spieler. Allerdings benötigt ihr dafür zuallererst mit Meersalz gewürztes Futter, um ein reguläres Nashorn zu einem Mount umzuwandeln. Und wer hätte es gedacht, auch hier werden wieder Schleimsuppe, Gelb-Lotusblüte sowie 2x Aloeblätter in eurer alchemistischen Werkbank zur Herstellung von Meersalz gewürztes Futter benötigt. Nun, liebe Freunde der barbarischen Unterhaltung. Nein, keine Sorge, das war es noch nicht gewesen. Wir sind noch mittendrin. Ihr wisst jetzt, welche DLCs ihr benötigt, um an die verschiedenen Skin-Futterarten zu kommen. Allerdings finde ich den Begriff Futter schlecht von Funcom gewählt, da er impliziert, dass man Futter zur Aufzucht verwenden muss und dass das ausgewachsene Tier dadurch die neue Skin hat. Dies ist allerdings vollständig falsch, denn ihr müsst das bereits ausgewachsene Tier aus eurem Gehege nehmen und es neben dem Futter in eurem Inventar belassen. Und hier wird es nun ein wenig knifflig, da ihr wissen müsst, wie die Tierskin in eurem persönlichen Handwerksinventar benannt wird. Nun, das wissen allerdings die wenigsten. Ich persönlich auch meistens nicht. Daher empfehle ich euch hier einen kleinen Trick.
Ihr solltet wissen, welchem DLC das Futter zuzuordnen ist. Geht nun in euer persönliches Handwerksinventar und verwendet unter dem Suchenfeld die DLC-Auswahlliste. Klickt dort einfach das entsprechende DLC an und euer Handwerksinventar zeigt euch nur die Dinge an, die in diesem DLC zuzuordnen sind. Sucht dort nun einfach das Tier heraus, welches ihr mit dem neuen Aussehen beglücken möchtet. Schaut, dass sowohl das erwachsene Tier als auch das Futter in eurem Inventar sind und klickt auf Herstellen. Nach ca. 5 Sekunden wurde das Tier umgewandelt und das Futter ist verschwunden. Ganz einfach. Nun, nachdem das Tier mit der neuen Skin versehen wurde, stehen euch zwei Wege frei. Der erste ist, das umgewandelte Tier wieder in das Gehege oder in den Ställen zu deponieren. Der zweite ist, das Tier in der Welt zu platzieren. Da skinveränderte Tiere im Gehege oder den Ställen aber weder fressen noch irgendetwas produzieren, nehmen sie dort im Grunde lediglich Platz weg. Daher empfehle ich hier einfach die Platzierung in der Spielewelt, was dann allerdings endgültig ist. Und jetzt sind wir auch schon fast beim Abschluss. Und da sei noch erwähnt, dass diese Art der Umwandlung ausschließlich kosmetischer Natur ist. Eure tierischen Begleiter erhalten dadurch lediglich ein anderes Aussehen, wogegen alles andere, wie zum Beispiel Werte oder Attribute, Nahrungsverhalten und so weiter, vollständig unverändert bleiben. Ebenso können sowohl die Herstellungszeit als auch die benötigten Ressourcenmengen je nach verwendeter T-Stufe eurer alchemistischen Werkbank variieren. Meine Angaben, die ich hier in diesem Video gegeben habe, sind reine Standardwerte. Ja, liebe Freunde der barbarischen Unterhaltung, und das war es auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Guide gefallen. Wenn dem so ist, denkt bitte daran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr dieses Video liked, kommentiert und teilt. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr über diesen kleinen Klick freuen. Am besten direkt mit der daneben liegenden Erinnerungsglocke, denn so werdet ihr schneller informiert, sobald ein neues Video oder ein Stream von mir am Start sind. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif und bis bald mal wieder, natürlich hier auf meinem Kanal. Bye bye.